Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir sind hier auf einer kleinen Insel auf Kila. Und ja, hier haben wir Betty getroffen. Und wir umrunden es nochmal schnell. Oh, die Insel hier. Oh, jetzt ist schon gut. Darf ich jetzt Herrschaftszeiten, darf ich jetzt auch mal bitte? Au. Alter. Nervende Scheißsaal. Echt. Kann ich hüpfen? Ja. Da. Und jetzt immer fester drauf. Ist ja unglaublich sowas. Was wollte ich sagen? Wir haben hier Patty getroffen. Möchten die Insel noch umrunden. Würdest du? Danke. Ohne mich hätte das nicht so einfach geklappt. Natürlich. So. Perfekt, vielen Dank. Eine Muschel. Noch eine Muschel? Tatsächlich, schau mal. Ui, zwei Muscheln. Muss ich kurz schauen, ob da drüben vielleicht noch eine gewesen wäre. Nö. Nee, nee. Okay. Möchte die Insel hier umrunden, denn ich war hier ja schon mal, wie ich im vorletzten Part, meine ich, erklärt hatte. Hat da ja mein Headset eingeschaut während der Aufnahme und mir ist es nicht aufgefallen, ne? Da musste ich jetzt insgesamt vier Parts löschen und das hier wäre jetzt einer davon, den wir nochmal auf, also den ich nochmal aufnehmen muss. So, zack. Au. Ja. Zack. Und jetzt bist du dran. Und hier drüben steht auch ein Mann. Den Kerl da, den müssen wir ja auch nochmal machen. So. Okay. Ja, natürlich. Wo rollst denn du hin? Bleibst du mal? Da sieht man mal, wie hohl die Krabben sind, ne? Dann haben wir da drüben noch einen Sandteufel. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ja, bitte, das wäre sehr nett. Ein Schädel würde mir in dem Moment gerade reichen. Perfekt. Dann würde ich sagen, esse ich mal kurz was. Und die Riesenkrabben sind noch zu erledigen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. So. Zack. Zack. Los doch. Zack. Jawohl, gleich haben wir's. Perfekt. Ah, ein bisschen noch. Zeig's ihm. Aber jetzt. Erledigt. Genau. Dann nehmen wir gleich die Muschel mit. Aus deiner Haut und mach ich mir eine Mütze. Riesenkrabbe Nummer 2 machen wir auch auf den Platz. Zack. Jo. So. Okay. Und eine Nischel. Perfekt. Gut. Dann noch schnell fertig klupschen hier. Fertig umschauen. Da wäre noch eine Muschel. Da wäre ein Schildkrötchen und ein Sandteufelchen. Zack. Zack. Immer feste drauf. Perfekt. Ja, da hast du recht. Blutwurzel. Die Schildkröte lassen wir wie immer am Leben. Ich glaube, jetzt hätten wir so ziemlich umrundet. Gut, dann können wir zu dem Kerl da drüber laufen. Weil der hat ja eine Quest für uns. So. Ja, spitzer mal eine Runde, hast du ja recht. Da habe ich eine Muschel übersehen. Böses Mädchen. Böses Mädchen. Pfui. Die Truhe da drüben ging, glaube ich, noch. Ging, glaube ich, noch nicht auf. Da bräuchte man, glaube ich, 80er Fähigkeit. Im Schlösserknacken, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Kompliziertes Schloss. Ja. Das heißt, ich speichere jetzt einmal. Weil die Quest hier ist ein bisschen. Jo. Moment. Spielstand Nummer 6, 5, 8, 7. Ja, da habe ich irgendwo, glaube ich, einen Gewirks reingebracht. Das heißt, ich nehme den 9er. So, ungefähr. Servus. Da bist du ja endlich. Ja. Sollte ich dich kennen? Hast du auf mich gewartet? Ja. Hast du auf mich gewartet? Nein. Also, ja. Ja, wie jetzt? Egal.
Jetzt bist du hier, das ist gut. Aha. Mehr musst du nicht wissen. Wer bist du? Wer bist du? Das tut nichts zur Sache. Hör zu, ich habe hier schon lange auf dich gewartet. Ich brauche deine Hilfe. Wobei brauchst du Hilfe? Wobei brauchst du Hilfe? Ich jage hier in der Gegend. Aber ein paar dieser gefährlichen Schatten haben sich hier verkrochen. Ich wollte eigentlich Golems jagen gehen. Aber plötzlich sind diese Schatten hier übers Meer gekommen und lassen mich nicht mehr in Ruhe. Greif sie für mich an. Dann bekommst du eine große Belohnung von mir. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Keine Angst, es wird sich für dich lohnen. Aha. Wie wäre es mit 20 Gold? Ach komm, ein bisschen wenig, oder? Das ist ein bisschen wenig. Wenig? Ach so, wenig, ja? Wie wäre es dann mit 2000 Goldstücken? Ist das genug? Alles klar, wir sind im Geschäft. Warum tötest du es nicht selber? Wenn er schon gegen einen Golem ankommt, müssten doch die Schatten kein Problem sein. Warum tötest du sie nicht selber? Ich kann nicht. Ich hab mich verletzt. Aha. Am Bein hab ich mich verletzt. Mhm. Aha. Wo sind die Schatten? Wo sind deine Schatten? Auf der südlichsten Spitze dieser kleinen Insel. Dann machen wir sie mal platt für dich. Ich werde die Schatten töten. Sehr gut. Denk immer an deine Belohnung. Ich werde hier auf dich warten. Also, Cole. Ja? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich schon zu schön an, um wahr zu sein, oder? Ob mach das nicht eine Falle ist. Zack. Au. Zack. Zeigt ihm. Und feste drauf. Au. Die Viecher, ne? Jawohl. Los doch! Ja, bitte, einmal heilen. Danke, das ist sehr nett. Bam. Daneben. Super. Zeigt ihm. Zack. Jawohl. Immer feste drauf. So, schön. Jawohl. So. Au, au. Zeig sie. Sehr gut. Dankeschön. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ja, ich danke dir. So, ja, die Blume wollte ich noch mitnehmen, genau. Und ich glaube hier oben, war das hier oben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Schafauge auf jeden Fall nehmen wir mit. Kämpfe. Ui, hoppala. Ich dachte, was liegt denn da? Das ist ein Panther, hoppala. Ups. Habe ich gewusst. Blödes Katzenvieh da, ey. Ah, immer feste drauf. Cool wäre, wenn man so etwas zähmen könnte. Los doch! So. Hey, mit deinem schönen Fell. Danke. So. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Nein, ich glaube, ich bin da verkehrt. Da geht es, glaube ich, nicht zu den Schatten. Aber eine Markibeere und die nehme ich gern mit. Hat aber wieder so ein Rhino-Viech, das will ich ungern. Ah ja, aber die Jade hätte ich gern. Die nehme ich mal mit. Das Rhino-Viech lasse ich mal in Frieden. Ah. Aber die Jade ist es schon wert, dass man es mitnimmt. Sehr gut, 5 Stück. Gut, gut. Dann sind wir wieder dort am Anfang. Die Markibeere nehme ich mit. Dann renne ich hier nochmal rauf, begrüße, irgendwie tut er zittern, ziemlich stark, vielleicht ist ihm kalt. Ah, jetzt geht's wieder, na, jetzt doch nicht. Geht's wieder? Na, dem ist kalt, wenn er laufen muss. Das ist ja mal komisch. Hallo, ist mit dir alles okay? Oh weh, oh weh. Naja.
So, wo kommen wir denn da raus? Achso, da oben sind wir jetzt. Hui. Ja. Genau, wir sind hier eigentlich, wo ich hin wollte. Au, danke. Eigentlich eh. Hallo, helfen. Du mir müssen, bitte. So, immer fester drauf. Ah, oh, da haben wir ihn ja schon. Scheiß Schatten, genau. Knochen haben wir bekommen. Sehr, sehr gut. Bei der Truhe war ich schon? Nein, noch nicht. Altes Wissen war auch da. Okay. Jetzt machen wir mal das hier auf. Da. Jetzt haben wir es. Gold, Jaguarfell und Pantherfell. Hervorragend. Und das alte Wissen nehmen wir natürlich auch mit. Supi, supi. Da hält man den Golem, ne? Ich werde auch wieder speichern, sicherheitshalber. So. Bevor ich hier noch sterbe. Schau mal, normalerweise, genau, das wollte ich nämlich gerade erhoffen. Boah. Dass nur der Ghoul kommt. Au, au, au. Jawohl, getroffen. Au, 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 au. Au. Hau mir runter da, ne? Au, au, au. Bones. Danke. Ja. Fällt runter, jetzt kriege ich den Knochen nicht. Kriege ich noch eine Heilung von dir? Vielleicht? Bitte? Nicht? Dann esse ich was. So. Kurz warten. Jetzt könnte ich runterhüpfen. Ah, das ist schon ein weiter Weg. Bis da ganz unten. Ist egal. Ich brauche. Oh, jetzt kriege ich Heilung. Toll. Danke. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe eh Zeit, bis das. Hoppala, bis das verheilt. Da kann ich doch gleich runterrennen und mir den Knochen holen. So. Zack. Ich glaube, ich werde die anderen beiden von der Seite pullen und attackieren. Ist, glaube ich, gesünder, damit wir nicht unabsichtlich den Golem da noch reizen. Das wäre nicht reizend für uns. So. Mach ihn nieder! Ja, genau. Ui! Au! Au! Zack. 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 Und du darfst ruhig, genau. Schön brav mithelfen. Zack. So muss das ausschauen. Halt, warte, gib mir deinen Knochen bitte. Danke. So, dann müsste noch einer sein. Wir könnten auch probieren, den Golem zu vernichten. Ich werde das trotzdem mal kurz speichern, weil da haben wir jetzt wieder einen besiegt. So. Hallöchen. Ah, zwei sind noch. Okay. Ich dachte, das wären nur vier, da sind es fünf. Zack, zack. Autsch. Bei uns. Oh. Zack, zack, zack. Jawohl, wir probieren es mal. So muss das ausschauen. So, einmal essen. Noch einmal speichern. Und dann pullen wir noch den letzten. Von diesen Ghoulen. Gleich mal Schwertelein zücken. Kuckuck. Mach schon. Da kommt er schon. Ich renne mal ein Stück runter. So. Damit hat er jetzt eine Krähe gebaut, der wird verprügelt. Ah, weh, da kann ich jetzt schon fast leid tun. Aber nur fast. Zack. Einmal. So ist gut. Nachts sind alle Katzen grau. Okay. Wir haben jetzt aber Tag, aber ist egal. Sollen wir uns noch den Golem antun? Könnten wir probieren, oder? Ob wir eine Chance hätten. Probieren wir es mal, gespeichert ist eh. Los da! Weil der ist ein bisschen träge. Da hätten wir. Wow, da hätten wir Chancen, würde ich sagen. Mach ihn nieder! Ja, immer fester drauf. Bei uns schert sie nicht zurecht.
Jawohl, aber heilen, das ist gut. Jawohl, der ging gut. Magischer Kristall erhalten. Ja, der ging gut. Das war eine gute Entscheidung. Okay, dann werde ich nochmal schnell was essen. Und dann gehen wir runter zum Questgeber. Jo. La 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 la. Da 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 da. So, das war hier rüber, glaube ich. Und darüber. Ja, da steht er. So, ich tue wieder mal speichern. Sicher ist sicher, ne? So. Aber jetzt da bin ich gespannt, ob wir die 2000 Goldmünzen kriegen, ne? Noch einmal sicherheitshalber. So, hallo. Die Schatten sind tot. Die Schatten sind tot. Mhm. Was? Wieso? Wieso was? Wieso lebst du noch? Ach, scheiße, wenn man etwas erledigt haben will, muss man es schon selbst machen. Wow, was bist du? Für grausliches Viech. Bones. Ich bitte darum. Bitte, bitte. Na, nicht Mut, du Dodel. Ich weiß, er gehört verprügelt, aber du sollst dich bitte um dieses Viech hier kümmern. So, immer fester drauf, da helfen mir harte Schläge. Die Kleinen kommen jetzt soweit. Au. Mach schon! So. Au. Bitte, ja, heilen, danke. Au. Au. Ja. Au, au. Au. Ich glaube, ich brauche einen Rum. Und einmal einen Ruf. So, gleich haben wir. Jawohl, sehr gut. Hui. Cole ist tot. Passt, passt. Der grauslich schier. Ekelhaft. Na gut, die Quest hätten wir auch geschafft. So, und da habe ich noch eine Muschel übersehen. Okay, das hätten wir. Können wir speichern. So. Boah. Grauslich. Naja, Quest. Jo, warte mal. Das müssen wir auch noch machen. Öffne das große Tor. Nervensäge. Reicht der Schatten? Das brauchen wir noch nicht. Crew. Betty anheuern und so weiter. Brauchen wir mal Schiffelein. Kieler. Edles Tafelsilber, ja. Die Quest wird wahrscheinlich fehlschlagen, denke ich mal, ne? Wenn wir wieder die Insel verlassen. Jo. Was hätten wir hier noch? Ein großes Schiff, Piratenschiff. Schiff wieder zu führen. Ja, das wäre eine Quest, die können wir jetzt mal angehen, eigentlich versuchen, ne? Markieren wir gleich mal. Weil wir, ich müsste hier, glaube ich, fertig sein. Wahrscheinlich ein, zwei Viecher werden hier noch rumstravanzen, denke ich mal. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Warte. Port. Hier waren wir schon, genau. Den haben wir nicht verpasst. Die Petty haben wir. Müsste soweit passen. Das heißt, wir porten uns mal ins Piratenlager und reden nochmal mit Jack. Und schauen, ob wir unser Schifflein wiederbekommen. Dann können wir gleich Petty und Co. einladen, mit uns zu segeln. Da hier schon ein Lagerfeuerchen ist. Genau, werden wir gleich ein bisschen Fleisch braten. Perfekt. Wie geht's dir, Hawkins? Ich trink auf dich. Ich habe meinen Verstand zurück. Ah, das freut mich. Du? Mach, dass du Land gewinnst. Ja. Arr. Arr, ja, genau. Arr, kann ich dir schon was verkaufen? Ich habe hier etwas Tafelsilber. Bitte. Danke. Gut. Das zu dem. Ich habe mal ein Geisterschiff gesehen. Ja, das freut mich. Schön für dich. So, theoretisch. Ach. Warte, wie kommen jetzt da auf das Schiff? Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Da drüben war, glaube ich, ich habe mich gerade verlaufen. Da drüben müsste es irgendwo ein Boot geben. Da habe ich einen Sandteufel gesehen. Hier machen wir gleich Platz.
auch schöne Erfahrungspunkte. Au. Da. So. Das war's. Perfekt. Hat er was für uns? Nö. Oder war hier doch kein... Doch, da ist das Boot. Ein Boot und eine Schildkröte. Begrüße. Was haben wir hier noch? Nix, ne? Na, passt schon. Hier ist noch eine Muschel. Und hier... Nix. Passt. Dann bitte zum Piratenschiff, ja. So, dann werden wir mal nicht nass. Ich brauche jetzt Jack. Da haben wir nur einen Piraten. Ich glaube, ist jetzt auch nur alles Piraten, ne? Pirat. Pirat, jawohl. Ist er jetzt da unten drin oder oben? Das dürfte er sein, ne? Hi, Jack. Du warst einmal mein Vorbild, weißt du das? Schon lange her, Mann. Was soll denn das jetzt heißen? Wie zeige ich mich jetzt würdig für das Schiff? Meine alte Schiffscrew weiß von meinem Tod und misstraut mir aufs Schärfste. Jack wird mich das Schiff nur dann steuern lassen, wenn er mich für stark genug hält, das Schiff wieder zu führen. Ja, und wie schaffe ich das? Hallo? Du warst einmal mein Vorbild, weißt du das? Schon lange her, Mann. Du bist nicht nett. Wie beweise ich mich jetzt? Ich lege mich mal kurz hin. So, in meinem alten Bettchen. Oh. Zu Hause ist es am schönsten, ne? Oh, ist schon wieder soweit. Hallo. Schmetterlinge. Seelenstaub, danke. Da haben wir einiges an Seelenstaub. Die Frage ist, in welche Richtung muss ich laufen? Ich denke mal hier lang, ne? Weil dahin wäre so ein komischer Abgrund. Super! Oder ich bin jetzt falsch gelaufen. Das könnte auch immer sein. Immer wieder diese Träume. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Stand da gerade, mein Geist verlässt die Gruppe? Ja, den Verstand habe ich schon lange verloren. Auweh. Ja, gut. Däh. Kann ich jetzt nochmal schlafen? Jawohl, bis zum nächsten Morgen möchte ich gern pennen, bitte. Schnarcht da gerade jemand? Bitte nichts. Ich skipp den Kerl, der geht mir auf den Keks. Gut, wieder Seele minus, so wird das nichts mit uns. Du warst einmal mein Vorbild, weißt du das? Schon lange her, Mann. Okay, da tut sich wirklich nichts. Dann kann ich hier wieder abhauen. Hätte ich jemanden zusammenschlagen müssen? Keine Ahnung. Gut. Ja. Dann bleibt mir nur noch eines übrig zu tun. Wie schaut es jetzt aus? Neue Verbündete, der Kuss der Toten, Zeichen der Ahnen, Zeichen der Stärke. Ah ja, natürlich! Wie konnte ich denn das vergessen? Meine Güte, bin ich doof. Den Panther müssen wir noch erledigen. Mann. So, dann müssen wir ins Dorf zurück. An der Stelle waren wir nämlich schon, nur war... Hoppala, verdrückt. An der Stelle waren wir schon, nur gab es dort keinen Panda. Hallo, Spiel? Danke. Du gabst dort keinen Panda. Wie kann ich mich jetzt so verdrücken? So. Ich wollte jetzt gerade die Quest ausrüsten, jetzt habe ich das komplett versemmelt. So. Und zwar, genau, da hinten ist er. Da müssen wir jetzt hier runter, rüber, zack, müsste das funktionieren. So. Runter, rüber, zack, verstehst? Jo, Äffchen. Moment, da war ein Goldklärchen. Das nehmen wir mit. Uka. So. Ja, schwitzt du nur. So, da lang, dann... War das irgendwie...
da so rüber, glaube ich. Oder darüber. Oh, Feuervögel. Können wir eigentlich umhauen, ne? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Bitte. Au. Jawohl, natürlich daneben. Ist eh logisch. Zack, immer fester drauf. Kämpf endlich! Ja, mach ich doch. So, du Mistvogel. Bitte hau nicht Mut. Los doch! Bones, tust du heute auch noch was? Bitte? Unglaublich. Zeig's ihm! So, genau, wir müssen ja das Zepter zusammenschustern. Aua! Au! Was ist denn? Na schon. Du Mistvogel. Hallo. Das war eine so, jetzt reicht's. Draufspucken nochmal noch. So. Der Panda, ne? Der müsste hier drüben sein. Und da vorne müsste er schon sein. Das heißt, wir speichern jetzt natürlich wieder. So. Zücken unsere Waffe und da vorne müsste herumstrawanzen, der Panda. Hier. Eigentlich. Ah, hier ist er. Kräftiger Panda. Und voll ins in den Rücken rein. Vollgas. Zack. Au, 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 au. Erwischt habe ich ihn, glaube ich, ne? Mei, jetzt haut er schon wieder Mut. Es ist unglaublich. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Mut, geh weg. Ja. Ah, halt. Boah. Ich wollte nicht hauen. Ein sehr großes Pantherherz. Ja. Das Tier war sehr kräftig. Ja. Das Herz wird mir bei den Eingeborenen noch nützlich sein. Ja. Und das nehmen wir jetzt auch mit und Portemont sofort zurück. Ja, bitte. Wobei ich zwar hätte können zu Fuß raufkraxeln, aber da sind wir schneller. So. Servus. Tap, 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 tap. Wir werden auch gleich was saufen. Einen kräftigen Schluck Regenwasser. Ja. Perfekt. Und dann gehen wir zur gnädigen Frau, die ist da. Begrüße, mein Herz. Also, hier bitte fürs Zepter. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Wir haben jetzt alles, ne? Also, die schillernde Perle haben wir. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Mhm. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Naja. Ich danke dir. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Dann das Pantherherz. Einem starken Panther habe ich das Herz genommen. Mhm. Dann werde ich es gut aufheben. Es wird das Herzstück unseres Zepters sein. Dann das Spinnenbein. Ich habe ein sehr stabiles Spinnenbein gefunden. Chee, das ist großartig. Das wird der Griff für unser Zepter sein. Warum haben Schamanen eigentlich immer grausliches Zeugs? Und zum Schluss ein schöner Jadebrocken. Ich habe einen ziemlich großen Jadebrocken gefunden. Chee, er wird das Kopfstück unseres Zepters werden. Gut gemacht, Gucho. Ja, wir haben jetzt alles beisammen. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Ja, das ist ja nett. Das kannst du kannst mir beibringen. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Talisman, Sprüche hat sich nichts verändert. Passt. Vielen Dank, gnädige Frau. Dann müssen wir noch den Hoshi fragen. Das bist du jetzt nicht, ne? Wo ist er denn? Chef? Da oben. Ich glaube, das bist du, ne? Du bist Chef.
Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ist das so? Mhm. Hm. Nun gut. Dann hast du dich als würdig erwiesen, in unseren Stamm aufgenommen zu werden. Wir werden die Zeremonie der Anrufung abhalten. Dann werden wir sehen, ob die Hike dich erhören. Wann können wir mit der Zeremonie starten? Wann können wir die Zeremonie starten? Ich muss mir erst noch die Worte der Anrufung gründlich einprägen. Wenn ich dabei einen Fehler mache, kann das Böse enden. Wir haben schon Sorgen genug. Der Geisterkapitän ist schon wieder mit seiner Flotte in der Nähe unserer Insel gesichtet worden. Wir könnten hier die Hilfe deiner Ahnen gebrauchen. Meine Ahnen, sagst du? Die alten, längst vergessenen Piraten? Hm. Warum eigentlich nicht? Dabei fällt mir der alte Admiral Alvarez auf Antigua ein. Ich sollte mal mit ihm sprechen. Vielleicht weiß er ja wirklich, was zu tun ist. Gut, aber beeile dich. Wir haben nur wenig Zeit. Mögen die Hike dich leiten. Dankeschön. Und das ist doch ein schönes Ende für den heutigen Part. Perfekt, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!